Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich war im Aldi einkaufen, bin gerade wieder gekommen und ich habe wirklich so, sagen wir mal, zwei Schnäppchen gemacht. Ich habe mich mega darüber gefreut. Wir fangen auch direkt an. So, mein Schlüssel erstmal runter machen. Gut, ich habe hier eine Einkaufstasche voll. Wir fangen aber erstmal mit ganz normalem Toilettenpapier an. Das habe ich mitgenommen. So, dann kommen wir auch gleich zu den Angeboten. Ich glaube, ich spinne. Ich dachte, wow, wie geil ist das denn? Und zwar habe ich zwei Kissenbezüge für 1,99 Euro. Das ist mega, wirklich. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, die haben so 7 Euro. Wer hat die denn vom Aldi? Was haben die vorher gekostet? Das ist so ein Zweier-Set. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich habe sie heute ergattert für 1,99 Euro. Da, die Maße kann ich euch gerade mal sagen. 45 mal 45 und 100% Baumwolle. Das ist mir immer so wichtig. Ja, ich finde die total schön. Das ist einmal so eine Art Niki-Stoff, richtig toll. Und ja, und das ist eine Art Leinenstoff, aber das ist ja Baumwolle, ist ja klar. Und das hat dieses Muster, musste mit, passend für den Sommer, wenn er mal endlich kommt. Dann habe ich diese zwei Kissenbezüge mitgenommen, sind die nicht hübsch. Sind die nicht hübsch? Die haben dieselben Maße. Einmal hier mit diesem Vögel. Oh, ich finde das echt so schön. Und unten drunter genau dasselbe wie bei dem gelben mit, ja, so Art Niki-Stoff. Also richtig mega toll. Wie gesagt, ich habe für 4 Kissenbezüge 4 Euro gezahlt. Heftig, oder? Ja, die konnte ich einfach nicht da lassen. Gut. Und da habe ich, es kam jetzt nicht so viel mit, ne? Aber naja, es war wohl spanische Woche, da habe ich Magdalenas mitgenommen. Die sind richtig lecker, essen wir total gerne. Dann kam mit, ne, den hatte ich aus dem Herkules, weil ich war noch kurz im Herkules. Ich habe alles in meinen Korb geschmissen. Natürlich durfte mein Cappuccino nicht, durfte nicht mit. Natürlich durfte er mit. Was kam noch mit? Genau, ich hatte einmal Bananen noch mitgenommen. 4 Stück. Oh, ich stelle das mal hier hin, sonst muss ich mich ja ständig von euch wegdrehen. Dann habe ich einmal Käsesoße mitgenommen, denn ich habe heute vor, Tortellinis zu machen. Also zweimal. Kostet es von Knorr 89 Cent. So, da habe ich hier zweimal, wo ist denn, genau, ich habe zweimal Tortellinis mitgenommen mit Fleischfüllung. Dann habe ich mitgenommen Fleischtomaten, die waren, nee, das sind keine Fleischtomaten, das sind Roma-Tomaten, waren auch unter 1 Euro, glaube ich. Finde ich super billig, deswegen durfte das mit. Dann durfte einmal Paprikawurst mit und einmal Salami. Dann durfte für meine Soße, klar, weil nicht genug Käse drin ist, habe ich nochmal zusätzlich Mozzarella-Käse mitgenommen. 40% Fett, 40%, das wird heftig. Und natürlich obendrauf, weil das Ganze noch nicht reicht, noch ein bisschen Schlagsahne dazu und Parmesankäse und sowas. Gut, was habe ich noch mitgenommen? Genau, dann habe ich diesen schönen Nagellack. Habe ich gesehen, Kelly, ich sehe mal aus. Ist der nicht toll? Diese Farbe, genial, genial. Ja, der durfte mit. Da war so ein Aufsteller und da war dieser Nagellack und dann den ich drauf habe. Und ich weiß gar nicht, nee, ich glaube, und blau gab es noch, aber den gibt es jetzt nicht mehr bei uns.
Genau, und dann habe ich, hab ja nicht genug zu Hause, ne? Da musste natürlich noch mal Cremeseife mit, aber das ist Cremeölseife. Ich weiß nicht, ob die neu sind. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einmal zumindest Sweetberry mitgenommen. Fand ich schön, die Verpackung. Ja, die Verpackung, ne? Und dann habe ich Happy Moment. Das ist, ich weiß nicht, ich denke mal, so Pfirsich. Habe ich dann auch noch mal mitgenommen. Genau. Das war vom Aldi, wie ihr gesehen habt, gar nicht so viel. Dann, was habe ich noch mitgenommen? Genau. Und dann war ich schnell im Herkules und habe nur, weil wir lieben Buttermilch-Dessert, habe ich euch das letzte Mal schon gezeigt. Ich finde, die sind so mega lecker. Da durfte einmal wieder Erdbeer-Vanille mit, beziehungsweise doch einmal, dann einmal Zitronenlimette. Das sind meine Lieblings-Buttermilch-Desserts. Ich liebe das. Ich liebe es einfach. Alles so, was mit Zitrone zu tun hat, was Fruchtiges, finde ich richtig toll. Dann durfte Himbeer-Vanille, hatte ich das schon gesagt? Nee, ich hatte Erdbeer-Vanille gesagt, durften mit. Also, ich habe das letzte Mal gesagt 29 Cent. Ich muss mich korrigieren, die kosten 39 Cent. Ja. Und dann dachte ich, ich habe keinen Kaffee zu Hause, obwohl ich noch eine halbe Stunde vorher im Aldi habe ich ja noch meinen Cappuccino mitgenommen. Natürlich habe ich noch einen Humpen mitgenommen. Ja, da kann ich heute Kaffee trinken ohne Ende. Ja, und dann natürlich einen Haufen Katzenfutter. Die Verpackung habe ich schon dort gelassen. Ich bin ja eigentlich ins Aldi gegangen, weil ich habe mir das hier mal rausgemacht. Weil die hatten hier diese Plissé-Rollos. Ja, seht ihr das? Für 8,99 €. Und zwar einmal die Maße 60 mal 1,30 m und einmal das Maß 90 auf 1,30 m. Aber unser Fenster ist 45 cm. Ich habe mich so, also in der Breite, so geärgert. Und das war nämlich im Angebot für 8,99 €. Tja. Leider passt es nicht bei uns, aber ich war ja im Anschluss, war ich noch im Jysk. Jysk hört sich total bescheuert an, ne? Sorry, aber ich finde, das hört sich nicht schön an. Dänisches Bettenlager hört sich doch viel sauberer und cleaner an, oder? Es lässt sich doch. Naja, wie auch immer, ich schweife wieder ab. Habe ich mir Stuhlhosen geholt. 4 Stück waren im Angebot, 5,01 € in der Farbe Grau. Zeige ich euch jetzt. So, das sind die Stuhlhosen. Ich muss dazu sagen, seht ihr das? Das ist noch gar nicht richtig unten. Da ist noch so ein Haufen Luft drin. Wahrscheinlich muss ich das noch ein bisschen ziehen, weil das ist halt ein Stretch-Stoff, finde ich ganz gut. Ja, mal schauen. Aber ich denke, das passt ganz gut. Hat zusammen 20 € gekostet. Kann man nicht meckern. Ja, ihr Lieben. Ja, super. Ein bisschen hoch. Das war's schon für heute. Ich hoffe, mein kleiner Haul hat euch gefallen. Ich wollte noch mal vielen, vielen, vielen Dank sagen für eure Unterstützung. Ihr seid echt super und ich dachte mir, nächste Woche wird es eine Verlosung geben als Dankeschön an euch, weil ihr mir immer so treu bleibt und weil ihr immer so liebe Kommentare schreibt. Ihr unterstützt mich sogar auf meinem Zweitkanal. Wahnsinn, wirklich, ihr seid echt toll. Vielen, vielen lieben Dank. Ihr seid echt mega. Einen dicken Kuss an euch. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt schön gesund. Am Sonntag kommt ein, nee, ich muss überlegen. Am Montag kommt ein Vlog auf meinem anderen Kanal. Und am Dienstag kommt wieder ein Foodhaul hier bei mir. Ja, ein schönes Wochenende wünsche ich euch und bleibt schön gesund und bis die Tage. Ciao, ciao.